Dänemark gegen Österreich, ein Freundschaftsspiel für Franco Foda, den Trainer Österreichs. Ein Spiel ohne feste Größen, denn David Alaba, Grilic und Gregoritsch, Baumgartlinger und Arnautovic, also gleich eine ganze Latte von Stammkräften nicht mit dabei. Und dennoch, guter Beginn der Österreicher. Schaut mal auf die Uhr. Wir sind gerade mal 16 Sekunden in der Partie und das ist die erste Chance. Burgstaller auf Alessandro Schöpf. Klasse Vorarbeit, der Abschluss nicht ganz optimal. Ansonsten wenig los in den beiden Strafräumen. Aber dann das hier, ein absolutes Traumtor. Lukas Leraga von Girondins Bordeaux. Die Dänen hatten wie schon beim 0:0 am Wochenende in Irland offensiv bis dann nichts zustande bekommen. Und dann doppelter Doppelpass, erst mit Paulsen, dann mit Sisto. Sensationell für Strebinger, den Länderspieldebütanten im Tor der Österreicher, gab es da mal gar nichts zu halten. Einen hatte der Gastgeber da noch, Yusuf Paulsen mit Ablage auf einen Ex-Bundesligaspieler, Pierre-Emil Højbjerg, mittlerweile beim FC Southampton. Ansonsten wenig Finessen, auf den Rängen sieht man, die richtige Technik muss man haben. Also es gibt auch Männer, die multitaskingfähig sind. Zweiter Durchgang, hier ist der Kölner Schaub und der eingewechselte Mann von Werder Bremen, Florian Kainz. Er war noch mit dem Kopf dran, aber nicht entscheidend. Wenn er den etwas voller trifft, dann ist der Ausgleich eingetütet. Gut gemacht von Louis Schaub. Die Dänen auch mit einigen Einwechslungen zur Pause und beide Joker im Zusammenspiel. Rathwaite nach Vorarbeit von Gütjer. Also die Viertelstunde nach Wiederbeginn richtig flüssig. Die Dänen machten jetzt mehr Tempo. Und starke Flanke von Knutzen und wieder Christian Gütjer, der im Jahr 2017 mit dem Münchner Löwen abgestiegen war. Mittlerweile spielt er in Polen bei Lech Posen. Österreich in der Schlussviertelstunde dann nochmal aktiv. Auch hier mit einem Joker mit Marc Janko. 28 Länderspieltreffer, allerdings ist er auch schon 35. Der Ball war noch abgefälscht, sonst wäre das richtig gefährlich für Schmeichel geworden. Nachspielzeit, das sieht harmlos aus, aber der Fehler von Kevin Wimmer und Rathwaite gegen Strebinger, der macht zunächst klasse und dann springt das Glück und der Ball Rathwaite wieder vor die Füße. Der 2:0 Endstand, ein bisschen unglücklich für die Österreicher. Sie waren unterm Strich eigentlich gleichwertig, hätten einen Unentschieden verdient gehabt. So durch den Fehler von Wimmer am Ende sogar 0:2 in der Mitte Dänemarks.